body says you're too young. Our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of so much pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. As long as we stay together, yeah, love is enough. Tag. Tag, Herr Doktor. Ich wollte mir den Stein ansehen von Frau Dietz. Ist er fertig? Hm. Sie hatten mir garantiert, dass Sie es bis Ende der Woche schaffen. Hätte ja auch geklappt. Ja, und? Ist abbestellt worden. Von wem? Ihr Freund, Dr. Kreuzer. Ihm hat der Entwurf nicht gefallen, den Sie sich ausgesucht haben. Aber Achim kann überhaupt nichts ab. Also schön. Wann ist der Stein fertig? Wenn Sie sich geeinigt haben. Dr. Kreuzer hat mir keinen neuen Auftrag gegeben. Wiedersehen. Ich denke, sie wird sich hier ganz schnell bei uns einleben. Wann sagtest du, wird Frau Gregoleit hier vorbeikommen? Ach, übermorgen schon. Na, wunderbar. Ja, ich danke dir nochmal, Keller. Gut, wiederhören. Na, Frau Marquardt, was kann ich für Sie tun? Ich bin eigentlich gekommen, um zu fragen, was ich für Sie tun kann. Ja, ich danke Ihnen. Professor Keller wird mir zum Ersten seine ehemalige Sekretärin schicken. Zum Ersten? Zum Ersten, ja. Ja, ich habe Ihnen hier eine Bilanz mitgebracht vom letzten Monat. Und eine Kosten-Nutzen-Prognose für das nächste Quartal, die ich mit Dr. Barach erstellt habe. Er ist mir eine sehr große Hilfe und er hat sehr innovative Ideen. Ich würde das gerne mal mit Ihnen in Ruhe besprechen. Ja, ja, gern, Frau Marquardt. Im Moment leider habe ich ein bisschen wenig Zeit. Vielleicht in der nächsten Woche, ja? Gut. Gut. Tag. Ich war eben auf dem Friedhof, Arim. Ich auch. Wieso ist der Stein noch nicht da, Vivi? Wie kommst du dazu, die Bestellung zu stornieren? Ich kümmere mich drum. Wann? Nächstes Jahr? Herrgott, nochmal. Ich habe gesagt, ich erledige das. Weißt du, es geht hier darum, Mayas Andenken angemessen zu bewahren und nichts so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Kommt ein bisschen spät. Deine Anteilnahme. Oberschwester, ich helfe Ihnen. Den Leistenbruch werden wir operieren müssen. Legen Sie sich bitte auf den Rücken. Aber keine Sorge, das ist kein komplizierter Eingriff. In gut einer Woche haben Sie das überstanden. Prima, bin ich beruhigt, Herr Professor. Mein Unternehmen braucht mich, da zählt jeder Tag. Wann fangen wir an? Haben wir heute noch eine Chance? Wir wollen nichts überstürzen. Richten Sie sich bitte auf. Tief ein- und ausatmen. Tja, tut mir leid. Sie haben einen grippalen Infekt verursacht. Und damit ist nicht zu spaßen. Das ist ein bisschen Husten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die wegen jeder Lappalie gleich zum Arzt rennen. Das können Sie mir glauben. Genau wegen dieser Lappalie können wir vorerst nicht operieren. Ja, das geht nicht, Herr Professor. Ich muss nach Hannover, nach Bremen. Mein Terminkalender, der ist... Sie gehen sehr leichtfertig mit Ihrer Gesundheit um, Herr Würzner. Also noch einmal, wir werden operieren, wenn der Infekt abgeklungen ist. Bis dahin behalten wir Sie gleich hier. Oberschwester, bitte veranlassen Sie alles Notwendige. Jawohl, Herr Professor. Ich kann doch hier nicht rumsitzen und Däumchen drehen.
Das geht nicht, das müssen Sie mir glauben. Moment, Herr Götze, wir sind noch nicht fertig. Und ob das geht? Wir haben ein schönes, ruhiges Einzelzimmer für Sie. Und das können Sie mir glauben. Strecksehnenverletzung über dem Mittelglied, linker Zeigefinger. Parästhesie radialseitig. Hi, Mann, ich bin hier der Oberarzt. Das ist Dr. Kreuzer, wird mir assistieren. Na, Roland, ist doch wohl eher was für mich. Das ist eine Routineoperation. Ist nicht so gut geeignet für einen Zeitungsartikel. Geht gleich los. Nur eine fachliche Meinungsverschiedenheit. Selbstverständlich wird der Herr Oberarzt Sie persönlich operieren. Ich hoffe, die beiden raufen sich irgendwann mal wieder zusammen, sonst leidet noch das ganze Team darunter. Und nach dem Auftritt, ehrlich gesagt, heute Morgen sehe ich da schwarz. Die nicht mehr, die sind abgesetzt. Ah ja. Nicht auszudenken, wenn Professor Simoni dahinter kommt, wie die beiden sich in der Klinik aufhören. Ja, das wird ihm ziemlich stinken. Ja. Entschuldigung, wir suchen Dr. Kreuzer. Es tut mir leid, meine Herrschaften, der operiert gerade. Aber wir sind extra aus Bern hergekommen. Ja, aber ohne Termin ist es im Moment sehr schwierig bei Dr. Kreuzer. Wir haben einen Termin gemacht mit dem Büro von Professor Simoni. Merkwürdig. Kommen Sie, ich bringe Sie erstmal in unsere Cafeteria und dann kümmere ich mich selber drum, ja? Bitte schön. Guten Morgen, Herr Wallner. Morgen. Morgen. Offene Strecksehnendurchtrennung nach Stichsägeverletzung durch Blutung OB, radialseitiger Nerv subtotal durchtrennt. Komplikationslose Adaption der Sehnen und der Nerven. Na nun, plötzlich wieder ein Herz und eine Seele, die Herren, wie schön. Aha. Halten Sie sich da raus. Wie meinen Sie bitte? Ach, wissen Sie, ich war nur etwas erstaunt, dass sich die beiden Kollegen lieber mit ihren persönlichen Differenzen beschäftigen als mit dem Patienten. Wir reden darüber nachher in meinem Büro. Hast du gut hingekriegt. Ich verlange einfach nur professionelles Verhalten. Was sagst du mir? Kümmere dich mehr um deine Patienten, weniger um die nächste Veröffentlichung. Kommen Sie bitte mit. Schließen Sie bitte die Tür. Was fällt Ihnen ein, sich vor dem Patienten so gehen zu lassen? Sie haben mich sehr enttäuscht, meine Herren. Ich kann und will mich nicht in Ihre Privatangelegenheiten einmischen, aber wenn Sie unter diesen Umständen nicht mehr in der Lage sind, Ihre Arbeit zu tun, dann wird das Konsequenzen haben. Arbeitsgrundlage in dieser Klinik ist Teamwork. Und ich werde dafür sorgen, dass das so bleibt. Also, wenn Sie sich nicht ab sofort wieder wie erwachsene Menschen benehmen, dann werde ich mich von einem von Ihnen trennen müssen. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Herr Professor. Darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Barbara Gregoleit. Guten Tag, Herr Professor. Ich bin Ihre neue Sekretärin. Guten Tag. Willkommen in der Sachsenklinik. Danke. Sagen Sie, wollten Sie nicht erst übermorgen kommen? Übermorgen ist mein erster Arbeitstag, aber ich weiß schon ganz gern vorher über alles Bescheid. Danke, Frau Marquardt. Danke. Tja, dann werde ich Ihnen erstmal Ihr Büro zeigen. Bitte. Tut mir leid, dass Sie das eben mitbekommen haben, Frau Gregoleit. Sie hatten sicher Ihre Gründe, Herr Professor. Ja, leider. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Oh. Wie lange, sagten Sie, ist meine Vorgängerin schon nicht mehr da? Ja, eine ganze Weile schon. Aber ich hatte zwischendurch Aushilfskräfte. Das sieht man leider. Allein die Ablage, wie können Sie denn hier arbeiten? Man macht halt das Beste daraus. Und solange ich alles so finde... Oh. Lassen Sie, Herr Professor. Sie haben ja jetzt mich. Auf gute Zusammenarbeit. Auf gute Zusammenarbeit. Ich freue mich. Ist schon Feierabend? Schon ist gut. Patientin aus Zimmer 11 hat von mir verlangt, aus drei Haaren eine Turmfrisur zu bauen. Also ich bin bedient für heute. Schwarz, wie die Nacht.
Gut, dass ich kein Arzt bin. Sonst würde ich dir jetzt nämlich sagen, dass das sehr ungesund für deinen Magen ist. Kaffee bitte. Der hat heute schon einiges hinter sich. Willst du nichts essen? Nee, ich muss doch gleich in die Stadt, in die Salons. Hast du Reservierung? Nein. Ich hoffe auf ein paar kurz entschlossene Kunden. Aber weißt du was? Hier läuft es dafür umso besser. Es kommen sogar schon einige, die gar keine Patienten sind. Hast du mal dran gedacht? Die Salon... Ach, Frau Heimann. Gut, dass Sie doch noch da sind. Kundschaft. Na bitte, wer sagt's denn? Danke, Yvonne. Ach, könnte ich vielleicht auch bei Ihnen einen Termin haben? Hm? Also heute ist schlecht. Wie ist es denn bei Ihnen morgen? Morgen? Ja, gut. Ja, ich melde mich, sobald ich in der Klinik bin. Prima, also bis morgen. Ja, tschüss. Dann öffne doch den Salon in der Klinik nicht nur halbtags. Ich habe Achim eben unten getroffen. Der ist ja die Fröhlichkeit in Person. Was ist da denn passiert? Im Grunde nichts anderes als seit 3 Wochen. Wir sehen uns und schon geht er auf mich los. Ja. Ja, von mir aus auch aufeinander. Jedenfalls hat Simone es heute live erlebt und gedroht, einen von uns rauszuwerfen. Und wer das ist, ist ja wohl klar. Roland, das ist ja doch wohl überhaupt noch nicht raus. Simone wird kaum sein Aushängeschild rauswerfen. Unsere Welt schaut auf Leipzig, auf Dr. Kreuzer. Sag mal, dann red doch mal mit Achim. Es muss doch gar nicht so weit kommen. Mit dem ist nicht zu reden. Bist du sicher, dass Simone das ernst gemeint hat? Also ich denke, er wollte euch zur Besinnung bringen. Ich will nicht, dass mich jemand zur Besinnung bringt. Ich will, dass Simone sich hinter mich stellt. Immerhin bin ich sein Stellvertreter und habe eine Menge für die Klinik gemacht. Grüezi. Oh, Entschuldigung bitte vielmals. Mein Name ist Raymond, Dr. Raymond aus Bern. Tag. Ach, ich dachte, Sie sind vielleicht Dr. Kreuzer. Entschuldigung. Siehst du, da kann ich nicht mithalten. Achim, es ist eine internationale Attraktion. Guten Tag. Pia Heilmann. Angenehm, Würzner mein Name. Ja, Sie hatten mich bestellt, ich bin die Friseurin. Ach so, ja. Na, dann legen Sie mal los. Und was genau kann ich für Sie tun? Maniküre, bitte. Sie machen doch sicher auch Kosmetik. Sicher. Allerdings in der Klinik und bei Herren eher selten. Gott, die Ärmste. Dann haben Sie es hier ja nur mit ungepflegten Männern zu tun. Keineswegs. Danke der Nachfrage. Das gibt's doch nicht. Herr Professor? Ja? Wussten Sie eigentlich, dass eine Delegation aus Bern im Hause ist für einen Dr. Kreuzer? Wirklich? Mhm. Sowas wird in Zukunft nicht mehr passieren. Ich werde alle Termine koordinieren. In Ordnung. Bitte sagen Sie Dr. Kreuzer Bescheid. Ja. Vielen Dank, Frau Gregoleit. Ach, bitte, Barbara. Ich habe sonst immer das Gefühl, Sie meinen meine Mutter. Ja, gut, Frau Gregol. Barbara, die Nummer finden Sie in dem kleinen schwarzen Register. Sofort. Ach, sagen Sie, Herr Professor, wie ist eigentlich Ihr Code für gewisse Besucher? Wie bitte? Na, das Zeichen, wenn ich Sie mal retten soll oder Sie mit irgendjemand partout nicht sprechen wollen. Professor Keller wusste dieses Geheimwort immer sehr zu schätzen. Wie wär's denn mit Dr. Beck? Dr. Beck? Ja, wenn Sie meinen, dass das nötig ist, bitte. Nötig nicht, aber nützlich mitunter. Wir sind hier derzeit eine Klinik im Wandel, im Aufbruch ins neue Jahrtausend. Also werden sich demnächst hier auch noch andere Abteilungen spezialisieren, so wie die Ihre. Ja, darauf arbeiten wir hin. Nur so ist es möglich, international mitzuhalten. Ich habe in Leipzig den ersten Schritt getan und andere werden folgen. Oh, darf ich kurz vorstellen, das ist Frau Dr. Globisch, Dr. Raymond, Dr. Weiler und Dr. Korch aus Bern. Schönen guten Tag. Welches Fach? Chirurgie-Anästhesie, aber derzeit bin ich hier als Anästhesistin angestellt. Arbeiten Sie oft mit Dr. Kreuzer? Relativ häufig, ja. Sie Glückliche, das muss bestimmt sehr interessant sein für Sie, oder? Ja,
Darum beneiden mich viele. Entschuldigen Sie mich bitte. Guten Abend, Charlotte. Guten Abend, Achim. Na, wie geht's? Danke, muss ja. Und du? Alles okay. Sag mal, Pizza, ich hab doch gerade Armbrot gemacht. Charlotte, du sollst dir keine Umstände machen, bis dein Fuß wieder in Ordnung ist. Ja, ja, so weit kommt's noch. Hallo. Hallo. Hallo, Papa. Was ist denn hier passiert? Wir wollen dich ein wenig verwöhnen. Stell dir vor, wir fahren mit dem Chor nach Dresden am Wochenende. Und ich fahre mit Manja nach Thüringen. Die Eltern haben mich eingeladen, die haben da so eine Hütte. Hast du nichts dagegen, oder? Nee, nee, das ist schön. Na komm, setz dich zu mir. VfB spielt heute. Wieso denn ich? Wo ist denn Roland? VfB Leipzig, das sind doch immer eure Abende. Ja, unsere Abende gibt's nicht mehr. Was? Kannst du mal ein bisschen zur Seite gehen? Die spielen auch ohne dich. Nur sag schon, was ist. Roland versucht, mich mit allen Mitteln aus der Klinik zu ekeln. Och, das glaube ich nicht. Hast du schon mal versucht, ernsthaft mit ihm zu reden? Ja, mit dem ist nicht mehr zu reden. Ich habe keinen Hunger. Roland, kannst du jetzt nicht kneifen? Entschuldige, aber die Sache in der Klinik, ich bin hundemüde. Naja, schon gut. Geh hoch, schlaf dich aus. Und versuch es dir nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Ach, das wird schon. Morgen schmeckt sie auch noch, ne? Bestimmt. Sag mal, müsstest du nicht bei Achim sein? Wieso? Naja, heute spielt doch der VfB. Das ist doch die günstige Gelegenheit, einmal außerhalb der Klinik mit Achim zu sprechen. Achim, nun lass doch mal die Kirche im Dorf. Roland und du, ihr seid doch immer wie Pech und Schwefel. Das kannst du doch nicht wegen irgendeiner Lappalie aufs Spiel setzen. Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, wahrscheinlich zu lange. Roland, bitte sei vernünftig, so kann es doch mit euch nicht weitergehen. Hast du mal darüber nachgedacht, deinen Laden zuzumachen und dich ganz auf die Klinik zu konzentrieren? Mama, ich hab Hunger. Ja, Sekunde. Wie kommst du denn jetzt darauf? Wie lief's denn heute? Ich werde nicht einfach so hinwerfen. Bei all der Arbeit, die ich in den Salon gesteckt habe. Darum geht's nicht. Wir stecken inzwischen den ganzen Gewinn aus deiner Arbeit in der Klinik in dieses Fass ohne Boden. So schnell gebe ich nicht auf. Dann red nicht davon, dass ich vernünftig sein soll. Namen? Ja, hallo Charlotte, was gibt's? Es ist genau dasselbe. Sobald es um Achim geht, ist er nicht ansprechbar. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Ich bin Pia Heilmann. Ich betreibe den Frisierdienst hier und das ist Frau Raus. Guten Morgen. Ich bin Barbara Grigoleit, die neue Sekretärin vom Chef. Sie fangen aber auch ganz schön früh an zu arbeiten. Ich bin immer gerne als Erste da. Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bei der Arbeit und auf Partys kann man in aller Ruhe gucken, wer so kommt und früh wieder gehen. Bevor die Stimmung den Bach runtergeht. Genau, das ist auch mein Motto. Leider komme ich selten schnell genug aus dem Badezimmer, um das auch durchzuziehen. Ja, da hilft bloß eiserne Disziplin, sagen Sie. Heilmann? Sind Sie die Frau vom Oberarzt? Jawohl. Was wollen Sie sonst noch wissen? Alles. Absolut alles. Wir bräuchten unbedingt einen Termin beim Professor, und zwar möglichst heute noch. Kein Problem. Wann immer Sie wollen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Nun, meine Damen, was führt Sie hier? Sie haben einen Termin. Ich habe einen Termin. Ah ja. Dann nehmen Sie bitte Platz, Frau Heilmann. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor, wir müssen mit Ihnen sprechen. Es geht um Roland und Achim. Sie müssen uns helfen. Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Wem sagen Sie das? Ich bin mit meinem Latein auch am Ende. Ja, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, diese beiden zur Vernunft zu bringen. Bitte, Herr Professor.
Sie ahnen ja gar nicht, was bei uns zu Hause los ist. Wenn einer ein Machtwort sprechen kann, dann sind Sie es. Als ob ich das nicht schon versucht hätte. Es muss doch irgendeinen Weg geben zwischen den beiden. Vielleicht wäre Frau Dr. Globisch ja eine Ansprechpartnerin. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Würzner, was kann ich denn schon wieder für Sie tun? Ich hätte gern einen Termin bei Ihnen. Aber deswegen hätten Sie doch nicht extra herkommen brauchen. Ich mache Termine doch auch über das Pflegepersonal. Ich weiß, aber für eine schöne Frau wie Sie ist mir kein Weg zu weit. Sie haben mich wohl fest in Ihren Terminkalender eingeplant, was? Sie ahnen gar nicht, wie langweilig das hier ist. Schon gut. Was soll es diesmal sein? Ach, im Prinzip können Sie sich das aussuchen. Herr Würz. Ich habe ja jede Menge Zeit. Jetzt übertreiben Sie es mal nicht, also? Wie wär's denn mit Pediküre? Was werden Sie eigentlich machen, wenn wir mit unserem Programm durch sind? Das reicht nämlich nur noch für 3 Tage. Wenn ich bis dahin immer noch nicht operiert werden kann, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Irgendwie habe ich gewusst, dass Sie das sagen werden. Kennen Sie das? Mitternachtskinder von Salman Rushdie. Oh, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Faszinierende Geschichte, was? Finde ich auch. Ich fürchte, was Sie da von mir verlangen, Herr Professor, das übersteigt meine Möglichkeiten. Nein, Sie missverstehen mich. Ich sehe noch keine Lösung mehr. Sie drei, Sie sind doch sehr befreundet. Und ich hoffe, dass Sie mir da weiterhelfen können. Leider nicht. Ich kann mal versuchen, mit den beiden zu reden. Wenn ich damit verhindern kann, dass sie... Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar. Ich bin der Letzte, der möchte, dass es zum Äußersten kommt. Moment, bitte, Sie können da jetzt nicht rein. Sie wissen doch wohl, wer ich bin. Es ist mir völlig wurscht, Frau Marquardt. Der Professor will nicht gestört werden und damit basta. Einen Augenblick, bitte. Herr Professor, würden Sie Ihren Wachhund mal zurückpfeifen? Ich will nur kurz mit Ihnen sprechen. Ich melde mich dann, wenn ich mehr weiß. Ja, danke, Frau Dr. Globisch. Das wäre ja wohl noch schöner, wenn ich jetzt jedes Mal einen Termin machen müsste, wenn ich mit Ihnen sprechen will. So funktioniert's aber. Worum geht's denn, Frau Marquardt? Herr Professor? Ja? Ich soll aber Dr. Beck sofort durchstellen, wenn er anruft, oder? Ach ja, natürlich, Dr. Beck. Ja, ich habe eine äußerst wichtige telefonische Verabredung mit Dr. Beck. Wenn wir unser Gespräch vielleicht verschieben könnten. Kein Problem. Woran meinst du nicht, du solltest mit Achim reden? Das ist meine Sache. Da gibt's nichts zu reden. Schluss. Lasst es allen Ernstes darauf ankommen, dass Simone euch die Entscheidung abnimmt, ja? Ist es das, was du willst? Natürlich nicht. Es hat nichts mit der Klinik zu tun. Womit dann? Du bist aber auch eine Nervensäge. Es geht um Maya. Achim hat versagt auf der ganzen Linie und mir noch weismachen wollen, es wäre alles in Ordnung. Wie soll ich ihm das verzeihen? Aber ich bin mir sicher, dass Achim dazu was zu sagen hätte. Willst du es nicht mal versuchen? Ach, Yvonne, das glaube ich doch nicht. Wissen Sie was? Ich habe eine bessere Idee. Ich komme selber hoch. Ja, gut, bis gleich. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja, worum geht's denn? Es geht um Achim und Roland. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem der beiden liegt. Haben Sie drüber gesprochen? Ja, und ich habe eine Idee, wie ich die beiden dazu bringen kann, sich auszusprechen, aber dazu bräuchte ich Ihre Hilfe. Also wenn nur die geringste Möglichkeit besteht, dass die beiden danach wieder die Alten sind, bin ich zu jeder Schandtat bereit. Schandtat ist ein gutes Wort. Sie müssten nämlich mitspielen, wenn ich die beiden dazu bringe, sich auszusprechen. Ja, wenn Sie meinen. Gut, dann sind Sie und Roland mit mir zu einem Wochenendausflug verabredet. Mhm. Aber es kommt Ihnen im letzten Moment was dazwischen. Ich verstehe. Und an meiner Stelle kommt jemand anderes mit. Wie bitte? Ich muss den Professor nicht in 2 Stunden sprechen, sondern jetzt? Es muss alles seine Ordnung haben, Oberschwester. Gut, dann kläre ich die Sache eben mit seinem Stellvertreter. Das geht Gott sei Dank auch ohne Termin. Ach,
Frau Grigoleit und die nächsten Besucher für Dr. Kreuzer, die schicke ich dann gleich zu Ihnen, ja? Guten Tag. Tag. Barbara, war irgendwas? Hat sich erledigt. Gut. Notieren Sie bitte für morgen Vormittag 11 Uhr einen Termin mit Dr. Hansen, ja? Das geht nicht. Wieso? Da haben Sie eine Konferenz hier im Haus. Soll ich den Termin mit Dr. Hansen für Sie verlegen? Ja, das wäre nett. Kein Problem. Ach, wie wäre es denn, wenn ich in Zukunft Ihre gesamte Terminplanung übernehme? Dann können solche Pannen nicht mehr passieren. Bitte. Wir haben übrigens was gemeinsam. Auch ich trage zur Verschönerung der Menschheit bei. Ich handle mit Kosmetika. Und ohne unbescheiden zu sein, recht erfolgreich. Ich wollte, ich könnte das von mir behaupten. Eine Frau wie Sie muss doch erfolgreich sein. Um ehrlich zu sein, der Laden wirft so wenig ab, dass ich ihn wahrscheinlich aufgeben werde. Nein, Frau Heilmann. Eine Frau wie Sie wird nie untergehen. Schon gar nicht, wenn Sie die richtigen Leute kennt. Und? Fühlt es sich angenehm an? Aber muss das Zeug so fest werden? Nicht sprechen, bevor es ganz hart ist. Ich werde Sie dann in einer halben Stunde befreien. Sie werden sehen. Es macht Sie garantiert 10 Jahre jünger. Bis dann. Also, Herr Kollege, ich stelle bei Ihnen eindeutige Stresssymptome fest. Wie kommst du denn darauf? Habe ich das falsch gemacht? Natürlich nicht, aber ich verordne Ihnen hier mit 2 Tage Erholung. Schön wär's, ich habe keine Zeit. Keine Widerrede, wer ist hier der Arzt? Komm schon, Roland. 2 Tage in der Natur werden dir gut tun. Wie stellst du dir das vor? Ich kann am Wochenende nicht weg. Hier, Jakob. Soviel ich weiß, ist dein Sohn mit seinem Chor in Dresden und Pia kommt mit. Ach, da habt ihr Mädels es wieder selber entschieden. Und warum fragst du mich dann überhaupt noch? Reine Formsache. Und die Frau Globisch ist wirklich der Meinung, dass das funktioniert? Versuch es wert, oder? Letztlich leiden alle unter diesem Streit. Die Kollegen in der Klinik, die Kinder, ich. Na ja, gutes Betriebsklima ist unheimlich wichtig. Zu Hause und in der Firma. Wenn Probleme kommen, kommt es immer zusammen, im Betrieb und privat. Da kann ich ein Lied von singen. Ich auch. Aber bitte, Frau Grigoleit, erzählen Sie es nicht weiter. Ist schon riskant genug für die Katrin Globisch. Na, hören Sie mal. Ich meine ja bloß. Danke, reicht. Und sagen Sie Barbara zu mir, ja? Gerne. Barbara. Ich bin Pia. Ist mir auch lieber, weil Frau Heilmann, das klingt immer so ein bisschen, als ob Sie meine eigene Schwiegermutter meinen. Jetzt ein bisschen wehtun. Auge. Ja. Hier. Auch, ja, auch. Drehen Sie sich bitte mal rum. Ja, ich versuch's. So. Es ist nicht zwingend notwendig. Aber ich denke, es ist besser, wenn wir operieren. Sie können sich wieder umdrehen. Keine Sorge, die spielen bald wieder Tennis. Ach, immer gleich operieren. Außerdem, wie sieht denn das aus, wenn ich mit einer Narbe am Knie über den Kord laufe? Ich kann Sie beruhigen, die Narbe wird man kaum sehen. Im Grunde ist es eine harmlose Operation. Ich möchte lieber, dass Dr. Kreuzer mich nochmal untersucht. Der arbeitet doch hier, oder? Ich habe es zumindest in der Zeitung gelesen. So, dann versuchen Sie doch nochmal Ihr Knie zu strecken, bitte. Ich bin Dr. Kreuzer, guten Tag. Doktor, bitte gucken Sie sich doch mal mein Knie an. Beugen bitte. Ihr könnt mich gerne in den Vorruhestand schicken, wenn alle Patienten nur noch von Dr. Kreuzer operiert werden wollen. Oh. Guten Morgen. Morgen. Wie finden Sie mein Ablagesystem? Ja, sehr übersichtlich. Doch etwas gewöhnungsbedürftig.
Genau, Chef. Ach, sagen Sie, Barbara, wo sind denn alle? Das ist so ruhig im Haus. Ja, und? Naja, ich dachte nur, ist irgendwas Besonderes, ein Notfall vielleicht? Nö, ist alles normal. Völlig normal, bitteschön. Danke. Kompliment. Chef. Ja? Sie vermissen doch nicht wirklich diese Hektik hier, oder? Ja, so geht's zu mit einem durchdachten Zeitmanagement. Bitte. Ah ja. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Simone bleibt gar keine andere Wahl mehr. Der muss das jetzt durchziehen. Halten Sie sich bereit. An mir soll das nicht liegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Simone wirklich... Doch, doch. Der hat sich schon zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Der kann da jetzt nicht mehr zurück. Schon um seine Autorität willen. Ist denn schon absehbar, wessen Nachfolger ich werde? Das muss ihm egal sein. Ja. Na, das ist ja eine nette Überraschung. Guten Abend. Guten Abend. Geht's denn schon besser? Na, von wegen. Das wird wieder. Nun gehen Sie schon rein. Stört? Nein, im Gegenteil. Du störst doch nicht. Komm rein. Setz dich. Was verschafft mir die Ehre? Ich wollte den Vorschlag machen. Also wenn ich mal entspannen will, fahre ich raus. Einfach raus in den Wald. Campen. Kein Telefon, keine Autos, nur frische Luft und Ruhe. Herrlich. Kein fließend Wasser, Ameisen, Essen aus der Dose. Klingt wirklich verführerisch. Sage mal. Der wievielte ist denn heute? Der zweite. Ach du Schreck. Mein Kosmetikseminar. Das ist nicht zufällig morgen. Oh, oh. Doch, es ist morgen. Sie haben es um eine Woche vorverlegt. Das habe ich total verschwitzt. Kann ich gleich Katrin anrufen? Ach, so ein Quatsch. Du fährst natürlich. Alleine? Mit Katrin? Hör mal, Süßer, du brauchst ein bisschen Entspannung. Tja, stell dir vor, ich lasse dich mit einer alleinstehenden, noch dazu attraktiven Frau allein in Urlaub fahren. So sehr vertraue ich dir. Wer sagt denn, dass ich allein fahren will? Ach so. Jetzt klingt's wirklich verführerisch. Und wann? Morgen. Ameisen sind umsonst, Konservendosen bringe ich mit. Morgen, ich weiß nicht, Charlotte ist noch nicht so weit, dass sie allein im Haus zurechtkommt. Herr Steinbach kommt übrigens gleich. Er will sich übers Wochenende hier einnisten und sich ein bisschen nützlich machen für mich. Er hat sogar versprochen zu kochen, da bin ich aber gespannt. Na, wenn es dir nichts ausmacht. Ich könnte ein bisschen Erholung gut gebrauchen. Aber ich bestehe auf getrennten Zelten. Na, wenn das so ist, ab in die Botanik. Es kann losgehen. Du, auf Pia müssen wir verzichten. Die hat alle ihre Termine durcheinander gebracht. Mach nichts. Nehmen wir sie beim nächsten Mal mit. Oh, entschuldige. Ich dachte, wir wollten uns erholen und jetzt wird das hier so eine Art Abenteuerurlaub. Nichts ist so erholsam wie ein Abenteuer. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Kann ich nicht drüber lachen. So, das war's. Schönes Wochenende. Tschüss. Es reicht mir. Ich habe getan, was ich konnte. Entweder ihr kommt jetzt mit
Oder ihr lasst es bleiben. Wir lassen es bleiben. Bitte seid doch vernünftig. Roland, bitte. Was habt ihr denn zu verlieren? Gut, ich mir anders überlege. Sowieso nichts anderes vor. Na, worauf wartet ihr? In der Zeit bin ich am anderen Ufer. Nimm mich mit den Dingern aus. Boote, mit denen ich bisher gefahren bin, die hatten Motoren und ein Sonnendeck. Du musst ein bisschen mehr gegensteuern, bitte. Oh, gegensteuern? Warte mal auf! Kannst du bitte aufpassen? Fuchtel da vorne nicht nur so rum. Ich fuchtle nicht, du fuchtelst. Ich paddele. Nicht gegeneinander, miteinander, meine Herren. Hier kommt es nicht drauf an, dass einer schneller oder besser ist. Gemeinsam, rechts, links. Jetzt bei drei. Eins, zwei, drei. Na, geht doch. Geht doch. Bist du seekrank? Nee, ich bin immer so grün im Gesicht. Nicht schlapp machen, meine Herren. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Die Zelte bauen sich nicht von allein auf. Bei dem Boot, da musste ich ziemlich oft an Maya denken. Ging mir genauso. Was haben wir drei nicht zusammen gemacht, ha? Und zwar viele Jahre. Das lässt sich nicht so einfach streichen. Nee. Glaubst du, Maya wäre einverstanden mit dem, was wir hier veranstalten? Maya. Die hätte uns längst auf den Kopf gehauen und erklärt, wie bescheuert wir sind. Es fällt mir nicht leicht, aber ich denke, es ist Zeit. Weißt du, was ich an dir noch nie leiden konnte? Dass du immer recht hast, du blöder Kerl. Unzufrieden? Habe ich etwa keinen Grund dazu? Das Wasser ist alle. Nee, morgen früh ohne frischen Kaffee ist nicht. Ich nicht. Okay. Wer muss, der mit oder der ohne? Der mit muss. Ja. Wow. 20 Minuten hast du gesagt? 20 hin und 20 zurück. Wenn du den kleinen Weg da nimmst, den Wald entlang, dann siehst du die Lichter vom Dorf schon. Gut, also wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, dann stellt ein Suchtrupp zusammen. Überlegen wir uns mal. Soll ich noch ein Bier mitbringen? Nee, lieber Rotwein. Oh ja. Mach ich. Sag mal, wenn Roland jetzt nicht mitgekommen wäre, also hättest du dir eigentlich wirklich vorstellen können, mit mir allein hierher zu fahren? Sicher? Warum nicht? Ja, sicher, warum nicht? Zwei Freunde beim Campen. Wollte ich dir übrigens schon lange mal sagen, ich bin wirklich froh, dass wir Freunde geworden sind. Also schon, was jetzt für Roland und mich da, aber auch überhaupt, weil...
wäre sonst alles zu viel. Ich meine, überleg mal, wir zwei hier alleine, das könnte ja sonst was. Nee, nee, das ist schon gut so, wie es ist. Außerdem sind wir auch noch Kollegen, das wird alles ganz schön kompliziert werden. Wahrscheinlich. Von wegen 20 Minuten. Ich kann man ja keine 5 Minuten alleine lassen. Oder geh ich? Bist du schon wieder hier? Ist was passiert? Ja, es ist halt alles in Ordnung. Die Dinge haben sich nur ein bisschen anders entwickelt, als ich dachte. Ist was mit Achim? Wir haben uns wieder vertragen. Schön. Aber ich habe das Gefühl, dass Katrin und Achim alleine sein wollten und da bin ich gegangen. Nee. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich muss in letzter Zeit ziemlich unausstehlich gewesen sein. Stimmt. Es war das ein bisschen viel für mich. Alinas Schwangerschaft, die Sache mit Maya. Mit Achim und dann unsere finanzielle Misere. Also du, dass du Großvater wirst, damit musst du dich abfinden. Aber der Rest ist jetzt endlich geklärt. Ja? Ich habe nachgedacht. Und ich habe beschlossen, den Laden in der Stadt aufzugeben. Ist das dein Ernst?